So. Ja, auch einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich bin etwas angeschlagen, deswegen hoffe ich oder bitte ich, das zu verzeihen, wenn meine Stimme mal so ein bisschen anders ist. Ja, Psalme, das ist das heutige Thema, das ist unsere neue Themenreihe, die wir beginnen wollen. Und ich habe mir gedacht am Anfang, und ich war froh, dass Gerhard das noch nicht so gemacht hat, wir haben kurz miteinander geschrieben vorher und uns ein bisschen abgesprochen. Und ich habe ihn quasi gefragt, ob ich eine kleine Einleitung zu den Psalmen machen kann, eine kleine Zusammenfassung, was genau Psalme denn eigentlich sind. Und ich habe gedacht, das machen wir mal zusammen. Genau, Psalme. Das Wort Psalme, was bedeutet das eigentlich? Lieder, ja. Das Wort Psalme bedeutet Lob, ne? Oder auch Loblieder, ne? Genau, daher kommt das Wort. Und was sind eigentlich die Psalme? Erlebnisse, ja. Sehr gut, genau, ein Liederbuch der alttestamentlichen Gemeinde. Genau, das ist quasi eine Sammlung von Liedern, aber es sind nicht nur Lieder. Was ist es noch? Gedichte, genau. Gedichte, Lieder und Hymnen habe ich gelesen. Hymnen, wir haben ja auch die Nationalhymne quasi. So gibt es auch in den Psalmen Hymnen. Und das ist eine Sammlung. Eine Sammlung quasi von diesen ganzen Dingen, von Liedern, von Gedichten, von Hymnen. Und wisst ihr, über welchen Zeitraum das entstanden ist, die Psalme? Also, welchen Zeitraum das umfasst? Das ist ziemlich viel, es sind über 900 Jahre, in manchen Kommentaren habe ich gelesen sogar 1000 Jahre knapp. Also über 900 Jahre der Geschichte werden in dem Psalm zusammengefasst. Es gibt sogar Psalme quasi von Mose, also das ist sehr, sehr weit zurück, ne, und dann quasi bis nach David. Ne. Und diese Spannweite oder diese Zeit umfasst quasi 900 Jahre, was schon ziemlich gewaltig ist. Insgesamt gibt es jetzt speziell in der deutschen Bibel wie viele Psalme? 150 Psalme, genau. Also wir haben 150 Psalme aus über 900 Jahren Geschichte. Und die Frage ist, warum gibt es die Psalme? Was ist der Zweck der Psalme? Hat sich das einer mal gefragt? Also was können wir daraus lernen von den Psalmen? Trost und Mut, ja, sehr gut. Sehr gut. Genau das habe ich auch aufgeschrieben. Die Psalme, die zeigen uns, wie wir Gott verherrlichen und wie wir Gott loben sollen. Das ist quasi einer der großen Zwecke der Psalme. Gott ist groß, das wissen wir, und die Psalme, die zeigen das. Die zeigen, wie groß, wie Gott voll Güte ist, und das Buch hilft uns quasi, den Charakter Gottes zu loben und ihm richtig die Ehre zu geben. Und das finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Ich habe mir nämlich die Frage gestellt, warum gibt es die Psalme, was kann ich persönlich für mich mitnehmen? Und das ist so ein Gedanke, den wir mitnehmen sollten. Die Psalme zeigen uns, wie die Leute damals Gott gelobt haben, und das können wir heute auf unser Leben übertragen und Gott genauso loben. Und das haben wir heute gemacht. Also ihr habt es ja gemerkt, wir singen Lieder, das ist ja auch eine Art von Lobpreis, ne? Und diese Lieder basieren quasi oder sind inspiriert von den Psalmen. Ne? Die Psalme sind quasi die Grundlage vieler, nicht aller Lieder, aber vieler Lieder, die wir heutzutage singen. Die basieren quasi auf den Psalmen. Die Psalmen zeigen uns, wie wir Gott loben und wie wir das richtig machen. Ja, ich wurde gefragt, ob ich zu den Psalmen ein Thema mache, und ich durfte mir von 150 Psalmen einen aussuchen, und ich habe gedacht, ja, welchen nimmst du jetzt? Er hat gesagt, nimm so deinen Lieblingspsalm, wenn du möchtest, oder such dir einfach was aus. Ich war relativ unkreativ tatsächlich. Ich habe mir gedacht, wir fangen bei dem Psalm an, also fange ich auch selber vorne an. Deswegen mache ich heute nicht Psalm 23, Gerhard, sondern ich mache den Psalm 1.
Wir haben ja schon ein bisschen was dazu gehört und bevor wir gleich darüber sprechen, möchte ich den auch einmal lesen. Vielleicht noch einmal ganz kurz dazu. Die Psalme, die haben schon eine Zusammenfassung und einen Sinn. Ich werde darauf jetzt nicht großartig eingehen, weil das würde wahrscheinlich den Zeitrahmen sprengen. Das ist eher was für so einen Bibelkurs, da kann man das eher behandeln. Aber vielleicht eine kurze Sache, und zwar, es gibt verschiedene Gattungen von Psalmen. Ne, damit ich mal kurz sage, was sind Gattungen? Gattungen sind sowas wie Klagepsalme. Ne, in der Bibel gibt es Klagepsalme, wo der Psalmist quasi beklagt sein Leid, dass es ihm schlecht geht, dass es, dass er Not und Probleme vielleicht hat um sich herum. Es gibt Danksagungspsalme, es gibt sogar sogenannte Königspsalme und es gibt Weisheitspsalme. Und der Psalm 1 ist ein sogenannter Weisheitspsalm. Ne? Es gibt einige davon quasi und der Psalm 1 ist eben einer davon. Also es geht darum, dass es irgendeine Weisheit beinhaltet, dieser Psalm. Ich schlage vor, wir schlagen den Psalm einmal auf, das wurde schon gemacht, und dann lesen wir ihn einmal gemeinsam und gucken, sprechen dann über den Psalm. Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Ja, direkt zu Beginn des Psalms, direkt zu Beginn des Buches auch, will der Autor dieses Psalms eine Illusion abschaffen. Er will direkt eine Illusion von uns nehmen, und zwar die Illusion, dass ein sündiges Leben ein gutes Leben ist. Viele Menschen in dieser Welt, die nicht an Gott glauben, die glauben, dass ein christliches Leben ein Leben ist voller Verbote und voller Gesetze. Ein christliches Leben ist ein Leben, wo ich auf sehr viel verzichten muss. Das ist so die Denkweise vieler Menschen heutzutage. Und die Medien und die ganze Umwelt, quasi unsere ganze Kultur, die beeinflusst uns jeden Tag aufs Neue und setzt andere Maßstäbe. Die setzt andere Maßstäbe, als die Bibel es tut. Entschuldigung. Heutzutage heißt es, Freizügigkeit sei der Weg zur Erfüllung, Freizügigkeit sei der Weg zu einem glücklichen Leben. Das ist so das, was die Welt, was die Medien uns berichten. Bei der Vorbereitung habe ich mal so gedacht, okay, wenn ich jetzt nicht an Gott glauben würde, wenn ich jetzt kein Christ wäre, dann würde ich mir vielleicht irgendwann die Frage stellen, wie kriege ich denn ein gutes Leben hin? Und so habe ich mal versucht, im Internet nachzuschlagen nach einem guten Ratschlag. Ich habe Folgendes eingegeben in die Suchanzeige. Ich habe reingeschrieben, wie meistere ich mein Leben? Und ich habe im Internet nachgeguckt und ich habe, also es gab sehr viele Bücher. Natürlich gibt es viele Bücher von irgendwelchen klugen Menschen, die dir erzählen wollen, wie du dein Leben meisterst. Und ein Buch ist mir besonders aufgefallen und das fand ich sehr interessant. Deswegen habe ich das rausgenommen. Da hieß es, der Titel war Leben statt gelebt werden. Und darunter stand dann, warum das wirkliche Leben ab circa 50 beginnt. Ne? Ich dachte so, okay, das Leben ab 50. In dem Buch, ich habe dann die Inhaltsangabe kurz gelesen, in dem Buch heißt es, das Leben von vielen Menschen ist bis 40 oder bis 50 Jahre eine Kopie eines anderen Lebens. Also man versucht, jemand zu sein, der man gar nicht ist. Man versucht, jemandem ähnlich zu werden und man versucht quasi immer wieder ein Leben zu kopieren. Die meisten Menschen, so stand es da, ich lese das mal vor, die meisten Menschen stellen nicht ihr eigenes Leben in den Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit, Dankeschön, ihre Aufmerksamkeit, sondern leben für andere, opfern sich nicht selten auf und ernten doch nicht den ersehnten Lohn, nämlich Lebensglück. Ich möchte das Buch an dieser Stelle nicht kritisieren. Ich möchte nicht den Autor kritisieren, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich möchte doch sehr schwer hoffen, dass mein persönliches Leben nicht erst mit 50 beginnt. Und ich hoffe, dass heute hier keiner sitzt oder zu Hause uns zusieht und sich das auch denkt, mein Leben beginnt erst mit 40, mit 50 Jahren. Ich hoffe nicht, dass
unser Leben erst mit so einem Alter lebenswert ist. Ich habe mir die Frage gestellt, wann ist denn mein Leben lebenswert geworden? Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, mein Leben ist an dem Tag lebenswert und sinnvoll geworden, an dem ich mein Leben Jesus abgegeben habe, an dem ich Jesus begegnet bin. An dem Tag ist mein Leben lebenswert geworden. Jesus gab mir einen Sinn in meinem Leben. Jesus hat mich auch wunderbar und einzigartig gemacht. Ich muss nicht so werden wie jemand anderes. Ich muss kein Leben kopieren, um glücklich zu werden. Ich muss nicht so werden wie jemand anderes, um glücklich zu werden. Ich darf so sein, wie ich bin. Das sagt die Bibel, das sagt Gott zu mir. Und das Beste daran ist, dass Gott nicht nur sagt, ich gebe dir ein Ziel und ich gebe dir einen Sinn in deinem Leben, sondern Gott sagt, ich gebe dir sogar noch einen Ratgeber mit auf den Weg. Und der Ratgeber ist die Bibel. Und so schließt sich jetzt langsam der Kreis, warum ich das alles erzähle. Denn wenn wir uns heute die Frage stellen, wie meistere ich mein Leben, dann finden wir die Antwort in diesem Buch, in der Bibel. Dann finden wir die Antwort auf diese Frage in der Bibel. Und wo finden wir sie? Na, in dem Psalm 1. Das ist einer der Antworten, die wir auf diese Frage bekommen. Da heißt es, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Wahrhaftig gesegnet ist der, welcher sich völlig vom Lebensstil, also von der Lebensart und der Lebensweise der Gottlosen fernhält. So heißt es hier. Der ist gesegnet, der wird ein gutes, erfülltes Leben haben. Das ist das, was die Bibel hier sagt. Wichtig an dieser Stelle ist, hier heißt es nicht, wohl dem, der nicht wandelt mit den Gottlosen. Das bedeutet, die Bibel fordert uns nicht dazu auf, uns von Sündern oder von gottlosen Menschen zu distanzieren. Das sagt die Bibel hier nicht. Die Bibel sagt nicht, zieh dich zurück, lebe dein Leben nur im Umfeld von Christen. Nein, die Bibel sagt, lebe nicht genau so, wie die Nichtchristen es tun, aber du wirst immer in ihrer Umgebung leben müssen. Wir begegnen Nicht-Christen immer wieder in unserem Alltag. Auf der Arbeit, in der Schule, vielleicht wenn wir einfach unterwegs sind, draußen in irgendwelchen Einkaufszentren. Das können wir gar nicht vermeiden und die Bibel verlangt das auch gar nicht. Die Bibel sagt nur, nicht wandle nicht nach dem Rat der Gottlosen. Weiter heißt es, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Wir sollen also nicht so handeln wie die Sünder, wir sollen nicht deren Wege gehen. Und wir sollen nicht in deren Fußstapfen treten, nicht dieselben Fehler vielleicht machen, wie sie es gemacht haben. Wir dürfen heute lernen von Menschen, die Fehler gemacht haben. Wir gucken auf die Fehler, so machen wir es auch in der Bibel. Wir gucken auf die Fehler von David, von vielen anderen Persönlichkeiten aus der Bibel und wir dürfen aus den Fehlern lernen. Wir müssen die Fehler nicht wiederholen. Und interessant finde ich nochmal, dass die Bibel an dieser Stelle nochmal ganz explizit das mit den Spöttern erwähnt. Mit den Spöttern sitzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich arbeite in einer Industrie, das habe ich ja schon häufig erwähnt und ich weiß, dass dort ist das ganz verbreitet, dass man schlecht übereinander redet und das finde ich furchtbar, weil man sagt ja, das ist so ein bisschen klischeebehaftet, meistens sind es die Frauen, die vielleicht über andere Frauen schlecht reden, das ist so ein Klischee, eine Denkart, die sich hält, aber es ist tatsächlich nicht so, in der Industrie sind auch Männer davon nicht befreit. Sobald ein Kollege den Raum verlässt, dann wird über den Kollegen sofort hergezogen. Und das finde ich furchtbar. Und auf der Arbeit passiert das nahezu täglich. Ne? Und die Bibel fordert uns auf, nicht dabei zu sein. Nicht da zu sitzen, wo die Spötter sitzen. Nicht mitzumachen da bei diesen Sachen. Sondern eben entweder aufzustehen und wegzugehen oder etwas dagegen zu sagen. Ne? Also nicht einfach stillschweigend daneben sitzen und das quasi stillschweigend über sich ergehen zu lassen. Ja, und dann sagt die Bibel, wohl dem, der nicht wandelt, nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Stattdessen, dass wir eben den Sündern nachlaufen, dass wir uns Ratschläge in dieser Welt suchen, sollen wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Wir sollen uns den Rat bei Gott suchen und wir sollen uns Tag und Nacht, so heißt es hier, mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und der Vers 3, der zeigt ein sehr interessantes Bild. Und zwar ein Bild unseres geistlichen Zustandes. Und das projiziert er quasi auf die Natur.
heißt es, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Ein Bild aus der Natur mit einem Baum. Wenn du jemand bist, der eine Beziehung zu Gott hat, der in der Bibel liest und der immer wieder betet vielleicht, dann bist du wie so ein Baum an Wasserbächen. Und wie ist so ein Baum an Wasserbächen? Wir haben bei uns auch in der Gegend immer wieder kleine Bäche, kleine Flüsse. Und wenn man sich die Bäume da anguckt, dann sieht man, dass diese Bäume in der Regel sehr kräftige Bäume sind. Das sind kräftige Bäume, das sind Bäume mit saftig grünen Blättern. Die Blätter verwelken nicht. Und der Grund ist der, dass der Baum seine Wurzeln in der Nähe vom Wasser hat. Und der zapft immer wieder über die Wurzeln frisches Wasser. Und dieses Bild des Baumes, das ist auch das, was der Psalmist hier auf unser Leben, auf unser Glaubensleben projizieren möchte. Und er sagt, der Baum stellt dein Glaubensleben dar. Stehst du in einer Beziehung zu Gott, oder stehe ich in einer Beziehung zu Gott, bringe ich viel Frucht. Meine Worte, meine Taten werden zur richtigen Zeit, werden sie richtig sein. Meine Taten werden richtig sein, meine Worte werden weise sein, weil ich in der Nähe von Gott bin, weil ich am Wasser bin, weil ich mich mit Gottes Wort beschäftige und ich weiß, wie ich zu antworten habe, ich weiß, wie ich zu reagieren habe in dieser bestimmten Zeit und Gott wird mir die Weisheit schenken, das zu tun. Und meine Blätter verwelken nicht. Verwelkte Blätter sind in der Regel ein Zeichen von Wassermangel. Es gibt wahrscheinlich noch andere Gründe für verwelkte Blätter, aber ich glaube, eines der Zeichen dafür ist Wassermangel. Und ein Christ, der sich nicht mit Gottes Wort beschäftigt, der vielleicht nicht in einer Beziehung zu Gott lebt, dem fehlt es an diesem standhaften Festhalten. Dem fehlt es an dem Wasser des Lebens. Und sobald Kleinigkeiten kommen, sobald Probleme kommen, sobald Winde kommen, wenn wir uns das bildhaft vorstellen in der Natur, dann fallen die Blätter vom Baum, weil die abgestorben sind. Und so kann das auch in unserem Leben sein, dass kleine Probleme, kleine Sorgen, kleine Nöte in unserem Leben, wenn wir nicht fest gewurzelt sind, dass solche Sachen uns erschüttern und dass solche Sachen uns schon Probleme bereiten. Deswegen sagt der Psalmist, wohl dem, der feststeht, der fest gewurzelt ist. Und den letzten Abschnitt dieses Verses finde ich sehr interessant. Da heißt es, alles, was er tut, gerät wohl. Ich habe mir die Frage gestellt, wäre das nicht schön, wenn in meinem Leben alles sofort klappen würde, was ich mache? Das wäre doch wunderbar, oder? Wenn ich mir etwas vornehme und ich sage, ich möchte etwas probieren und es würde sofort funktionieren, es würde sofort klappen. Ich glaube, das Problem, es gibt wahrscheinlich viele Gründe dafür, aber eins der Gründe, habe ich gedacht, ist, dass wir versuchen, manche Dinge alleine zu schaffen. Dass wir versuchen, aus eigener Kraft Dinge zu erreichen, aus eigener Kraft Dinge zu schaffen, obwohl wir in einer völligen Abhängigkeit leben von Gott. Oder bei dem Bild zu bleiben mit dem Baum, der Baum ist völlig abhängig von dem Wasser. Ohne Wasser kann ein Baum nicht überleben. In Römer 7, Vers 19, das möchte ich gleich noch einmal vorlesen, da schreibt Paulus diese Erkenntnis. Und wir haben diesen Vers vor, ich glaube, 2 Wochen behandelt in der Bibelstunde am Montag mit der Jugend. Und deswegen ist mir das so hängen geblieben. Und der Gedanke kam mir bei der Vorbereitung. Paulus sagt hier sehr interessante Worte. Römer 7, Vers 19. Da heißt es, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Ein sehr interessanter Gedanke. Also Paulus sagt, ich möchte Gutes tun. Ich möchte etwas Gutes verüben, aber ich tue es nicht. Ich tue das Böse, was ich nicht will. Paulus erkennt, dass er in einer völligen Abhängigkeit von Gott ist. Er möchte etwas Gutes tun. Sein inneres Wesen, seine Denkweise sagt, ich möchte etwas Gutes tun, aber sein menschliches Ich macht etwas völlig anderes. Immer wieder stellt er fest, okay, ich tue nicht das, was ich möchte. Und er versteht, dass es immer wieder ein Kampf ist in seinem Inneren. Er versteht, dass dieser Kampf ein ewiger Kampf ist, den er immer wieder führen muss. Und er kann diesen Kampf nur gewinnen, wenn er mit Gott kämpft. Und so ist es auch heute mit uns. Wir leben in einer Abhängigkeit von Gott. Wenn wir nicht
im Gottes Wort lesen, wenn wir nicht in dieser Abhängigkeit leben von Gott, dann fehlt uns die Kraft und wir tun das, was wir nicht wollen. Obwohl wir wissen, was gut ist, obwohl wir wissen, was richtig ist und obwohl wir vielleicht sogar gute Vorsätze haben. Wir möchten ja etwas Gutes tun, aber es klappt nicht. Deswegen ist es so wichtig zu begreifen, dass wir in einer Abhängigkeit leben. So wie dieser Baum abhängig ist von dem Wasser. Der nächste Psalm, Psalm 1, Vers 4, heißt es, nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Die Gottlosen, die werden hier dargestellt wie Spreu, wie etwas Nutzloses. Die sind nicht wie ein Baum, die sind nicht fest verwurzelt. Sie haben keinen Halt, sie treiben im Wind umher, sie erweisen sich als unbeständig. Sie haben häufig keinen Sinn in ihrem Leben, kein Ziel. Sie haben häufig keine Freude und kein Glück. Und ich möchte das an einem Beispiel kurz festmachen. Ich habe einen Arbeitskollegen, wir haben uns Ende letzten Jahres unterhalten und diese ganze Corona, diese Pandemie und diese ganzen Verbote, die ja auch uns betreffen, die haben natürlich auch jeden anderen Menschen betroffen. Und er hat mir von seiner Mutter erzählt. Er ist 27, also ein Jahr jünger ungefähr als ich, und er hat erzählt, seine Mutter ist geschieden, also alleine, alleinstehend, und hat die in ihrer Leben quasi, weil sie eben alleine war, hat sie immer wieder, ging sie auf Feiern, hat sie ihre Zeit damit vertrieben, dass sie irgendwie versucht hat, am Wochenende etwas zu erleben, etwas zu machen, bloß nicht zu Hause sitzen, bloß nicht sich irgendwie auf irgendwas konzentrieren, sondern sich immer ablenken zu lassen, weil man dann einfach nicht feststellt, dass das Leben vielleicht sinnlos ist, dass man irgendwie kein Ziel hat. Also hat sie sich so umhertreiben lassen, die ganze Zeit. Und als diese Corona-Pandemie kam, wurde ja alles geschlossen und vieles wurde verboten. Und er meinte, seine Mutter hat das nicht gut verkraftet. Ne? Und er meinte, das ging sogar so weit, dass sie paranoid wurde, dass sie angefangen hat, Probleme zu machen. Und er musste seine Mutter in die Anstalt bringen. Er musste seine eigene Mutter einweisen und sie war dann echt einige Monate lang in einer Anstalt, bis er sie dann irgendwann da rausgeholt hat, und es ist immer noch nicht zu 100% gut. Also seine Mutter hat das nicht gut verkraftet, dass sie quasi aus ihrem Alltag rausgerissen wurde. Und das hat mir gezeigt, wie eben Nichtchristen sind. Sie haben kein Ziel in ihrem Leben, sie haben keinen Sinn in ihrem Leben. Sie sind wie Spreu, die sind heute so, morgen so, sie sind nicht beständig. Und sobald mal etwas nicht so funktioniert, wie sie es gewohnt sind, sobald man ihnen etwas verbietet, ihnen etwas wegnimmt, dann sehen sie plötzlich keinen Sinn mehr in ihrem Leben. Ich kann nicht mehr feiern gehen, ich habe keinen Sinn mehr in meinem Leben. Ich kann nicht mehr vielleicht auf irgendwelche Geburtstage gehen, plötzlich ist mein Leben nicht mehr lebenswert. Ich bin plötzlich unglücklich, ich bin nicht mehr zufrieden. Und ich glaube, da haben wir den Nichtchristen etwas weit voraus. Also wir haben ein Privileg, dass wir nicht so denken. Wir haben ein Privileg, dass unser Glück, unsere Schätze nicht darin liegen, dass wir auf irgendwelche Feiern gehen, dass wir irgendwelche Dinge hier auf der Welt haben, sondern dass wir gewurzelt sind in Gott. Vers 5. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Der Gottlose, der hat in seinem Leben kein Interesse an Gott. Der hat kein Interesse an Gottes Wort. Er möchte keine Rettung bekommen, weil er überzeugt davon ist, dass er sie gar nicht braucht. Der Gottlose ist überzeugt, ich brauche das nicht, ich brauche keine Rettung, ich brauche nicht Gottes Wort. Und eines Tages, wenn er vor Gottes Thron steht, dann gibt es für ihn keinen Fürsprecher. Dann gibt es keinen, der für ihn einsteht und sagt, ich habe für ihn bezahlt. Der letzter Abschnitt, Vers 6. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Ich finde das sehr interessant. Gott kennt die Gerechten. Und Gott kennt ihn nicht nur, Gott sieht ihn nicht nur, Gott hat eine Beziehung zu dem Gerechten. Gott weiß genau, was der Gerechte tut, wie er lebt. Gott kennt den Lebenswandel eines jeden Menschen. Nicht nur des Gerechten, auch des Ungerechten, auch des Gottlosen. Er weiß, wie du lebst, er weiß auch, wie du leben wirst, er kennt deine Zukunft, er weiß, welche Entscheidungen du treffen wirst. Aber die entscheidende Frage ist nicht, wie lebe ich, vielleicht lebe ich gut, lebe ich nicht gut, sondern viel wichtiger ist Jesus in meinem Herzen?
Das ist die entscheidende Frage. Ist Jesus in deinem Herzen? Bist du ein wiedergeborener Christ? Heutzutage leben viele Menschen nach dem Gebot oder nach den Gesetzen, ja, wenn ich ein gutes Leben führe, dann wird das schon alles werden. Ich kenne viele Arbeitskollegen, die so denken, wenn ich ein gutes Leben führe, wenn ich meine Familie vielleicht ehre und so weiter, ich mache meine Dinge gut, dann werde ich auf jeden Fall auch in den Himmel kommen. Aber das ist nicht so. Wir können uns nicht durch unsere guten Werke den Himmel erkaufen, sondern nur durch Jesus. Nur durch Jesus finden wir den Weg in den Himmel, nur durch die Wiedergeburt. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich möchte einmal kurz zusammenfassen. Ich habe diesen Vers relativ weit aufgefächert. Und ich habe eine Sache, die relativ einfach ist, vielleicht etwas groß und breit gemacht. Aber ich finde, das ist sehr interessant, weil dieser Psalm, ich habe ja am Anfang gesagt, es handelt sich um einen Weisheitspsalm. Ein Psalm, wo es um Weisheit geht. Und ich glaube, jeder von uns würde gerne weise sein. Ich glaube, keiner von uns wünscht sich, dumm zu sein oder dumm vor Leuten dazustehen, sondern es ist, glaube ich, ein schönes Gefühl, wenn man behaupten kann, ich bin weise. Oder wenn jemand über einen sagt, das ist ein sehr weiser Mensch, der hat sehr weise, gute, kluge Ratschläge. Und ich möchte diesen Vers einmal oder diesen Psalm einmal kurz zusammenfassen. Ich glaube, man kann diesen Psalm auf zwei wesentliche Punkte zusammenfassen, die wichtig sind. Und das Tolle finde ich daran, dass Gott nicht irgendwie kryptische, schwierige Zusammenhänge hat, sondern Gott macht es eigentlich sehr, sehr einfach und sehr, sehr leicht für uns. Er sagt, der erste Punkt ist quasi, lebe nicht in Sünde. Das ist das, was Gott sagt mit diesem Psalm. Lebe nicht in Sünde, unterscheide dich positiv von den Gottlosen. Das ist das, was der Psalm uns sagen will, der Psalmist uns sagen will. Und das zweite ist, lebe in einer echten Beziehung, in einer echten Abhängigkeit von Gott, dann wirst du sehen, dass dein Leben Früchte trägt und du Erfolg haben wirst. Diese zwei Punkte sind es, die der Psalmist uns sagen will. Wir sollen nicht in Sünde leben und wir sollen in einer Abhängigkeit von Gott leben. Und diese Abhängigkeit, die bewirkt Früchte in uns. Häufig versuchen wir aus eigener Kraft auf Biegen und Brechen irgendwelche Früchte zu bewirken, aber das müssen wir gar nicht. Sondern die Abhängigkeit von Gott, die Beziehung zu Gott, die wird in uns Früchte bewirken. Das passiert eigentlich ganz automatisch. Und wir werden Erfolg haben in unserem Leben. Das ist das, was der Psalmist uns sagen möchte. Amen. Ich lade uns ein zum Gebet. Wer möchte, der darf gerne beten und ich schließe dann ab.